Was? Geh weg! Du alter Schelle! Nein! Aua! Jetzt hör auf, mich zu schlafen! Alter, bist du behindert? Ich glaub, das ging zu weit. Oh oh. Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Part. Hallo. Hier. Was soll der Scheiß? Wasser! Wasser! Ich brauch Wasser! Du bist so ein Bastard, ey. Schon ver... Spawn-Trap! Spawn-Trap! Seht ihr, Leute, wie der Part anfängt? Der Part fängt schon mal sehr gut an. Yeah! Geil! Da freut man sich doch, wie der Part anfängt. Ja, gedreckt, ey! Mama, da ärgert mich! Eine brennende Belohnung. So, ja, wir wollten ja ein paar Themen ansprechen. Das erste Thema. Rein ins Loch mit dir. Das erste Thema lautet Flüchtlinge in Deutschland. Wow, was für ein Thema, ne? Was für ein Thema. So, Mr. Reifeboy, was sagen Sie dazu? Da müsste die Juden aus. Okay. Alter. Das sind keine Juden. Okay, vielleicht ein paar, aber nicht alle. Nee, also. Wie war es nochmal? Du hättest gerne Juden auf der Pizza. Die haben meinen Telefonschrank damals. Alter. Ach ja, es gab Leute, die haben sich beschwert wegen meinen Sounds, dass ich sie leiser stellen soll. It's raining, man! Es regnet ja gar nicht. Es regnet. Doch, es regnet. It's raining, man! Hallelujah, it's raining, man! Hangman! So, Ralf. Wie schon gesagt, du möchtest nicht die Juden ausrotten, sondern du willst uns was wegen den Flüchtlingen in Deutschland erklären. Ja genau, ich dick dich. Scheiße. Ich dick dich auch gerne. Nein, warte. Was? Alles klar. Alles klar, ich meine, hab ich gesagt. Ja gut, Flüchtlinge in Deutschland, ich sag mal meine ehrliche Meinung dazu. Also jetzt kommt's, halte dich fest. Wenn's Kriegsflüchtlinge sind, ne, also dann ist es ja von meiner Sicht eigentlich in Ordnung, wobei ich mir denke, wollten schon um ihr Land kämpfen, ganz ehrlich. Frauen und Kinder von mir aus können rein und dann kaufen wir ein paar AKs auf dem Schwarzmarkt, die Merkel. Die dann nur 120 Euro pro Stück. Dann drücken sie halt einfach den Männern dann in die Hand und schicken sie zurück. Ganz einfach. Jetzt mal ernsthaft, das ist ihr Land und sie müssen es irgendwie wieder zurückerobern. Können sie dann einfach verkriechen? Ich meine, die Syrer. Warte, heißen sie Syrer? Ich denke mal, die werden erst in ihr Land zurückkehren, wenn der IS komplett ausgerottet ist. Ja, und das Problem ist halt einfach. Wenn das ich weiß, was ich sagen darf. Der IS ist ganz schön hartnäckig. Und das Problem ist halt auch einfach. Wir zwar können uns zwar nicht so in die Lage von denen versetzen, ja, ist ja klar. Unser Land steht ja nicht unter hier Bürgerkrieg, Krieg halt irgendwann, ne? Und. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland sich einfach so gegen den IS irgendwie, was er sich ergeben würde. Ich glaube nicht. Da gibt's ein gutes Bild. Warte mal. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Wir finanzieren sie. Also das muss ich, wenn ich mal, wenn ich dran denke und ich finde, blende ich es mal ein, das Bild von der Linie. Ja, also ja, ich kenne das so gut. Das Meme-Bild. Ja. Ja, meiner Meinung nach, alles schön und gut, aber wie sich die Leute hier in unserem Land, die sind hier immer noch, Wir sind hier immer quasi noch zu Gast. Eben. Und wir haben hier andere Sitten, ja, und es ist halt einfach so. Und ich weiß, ihr denkt jetzt von mir gerade, du bist doch Russe, was machst du hier in Deutschland, ne? Aber ich habe mich hier integriert, ich wohne hier schon mein Leben lang. Und ja, der Ralf ist ja auch nicht komplett deutsch hier. Ja, eben. Wenn man das so sieht. Wir wissen wenigstens die Gesetze hier. Ja, okay. Die kennen jetzt nicht unsere ganzen Gesetze und so weiter und so fort. Sie wissen ja das alles nicht, aber. Burn, Motherfucker, burn! Sie müssen wissen, dass man hier nicht einfach so Leute vergewaltigen kann. Oder darf.
Ja, klar. Warte, wie war's doch mal? Gab es einen Vorfall in Köln, denn dort wurden. Silvesternacht war das, ne? Was? Eine Silvesternacht war das. Ja, genau. Die Frauen wurden irgendwie dort vergewaltigt oder so am Kölner Hauptbahnhof, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und mit meinen Shaders ist das hier voll neblig gerade. Mit meinem steht das überhaupt nicht. Also, ich benutze ja dieses Ding da. Warte, wie heißt das denn? Mr. Meeps. Genau. Boah, der hat ja voll die Sättigung drin, also voll den Kontrast. Ich finde das irgendwie voll geil. Mach mal den Zeus Review Ultra rein. Den Zeus? Wenn du den drin hast. Den habe ich dir auch geschickt. Warte, welchen Zeus meinst du? im Preview Ultra. Den Preview Ultra. Okay, mal gucken, wie der aussieht. Wow! Voll neblig, ne? Es ist verdammt nebelig. Üh. Da bin ich ja gar nicht gewöhnt. Warte, was ist das Das denn war hier für besser, ein glaube ich. Shader? Ist das. Ist... Finde ich irgendwie am besten gerade. Okay, der Shader ist ein bisschen dunkel. Ich finde diesen Mr. Meeps irgendwie geil. Ich nehme den jetzt auch mal. Du merkst jetzt gleich den Unterschied zwischen Mr. Meeps und dieses Ultra da. Ja. Die Farben etwas anders. Ja. Und da ist nicht so ein dicker Nebel. So, und. Oh, shit, sogar Block, genau. Jetzt haben wir quasi so einen Zaun drumherum gemacht. Alles klar, jetzt sieht es doch mal viel schöner aus. So, wir Ja. werden bestimmt wieder unsere. Ich habe ja letztens wieder die Sky War ich noch? Pyramid Parts angeguckt und du hast ja damals ein Haus gebaut und da ein Schild vorgepackt mit Ralfs und Vasis Liebesnest. Oh, da kann ich mich noch dran erinnern, ja. Ja, und du hast Liebes falsch geschrieben. Ja, ich bin Rechtschreibung ist bei mir nicht gerade gut. Voll das Opfer, ey. Hör auf zu kotzen. Ich kotze Holz. Alter. Mein Holz. Also. So. Ab Wie ihr machst du sehen das? könnt, ist das Obst im Haushalt. Meine Melone. Digga. Wasch da aus, Armer. Hörst du auf, auch zu kotzen, ey! Was sagst du zu Alter. den ganzen Flüchtlingen jetzt mal? So richtig. Was ich zu den ganzen Flüchtlingen halt sage. Ah, ich hab noch dein Schwert hier. Wie, du hast mein Schwert. Noch umgelegt. Was soll das, Amunakuyam? Was suchst du hier, Zombie? Lass ihn doch. Digga, was bist du für ein Zombie-Rassist? Ey, fixe mal. Ja, habe ich schon mitbekommen, dass du sie gerne fixst. Wie viel Herzen verlierst du gerade? Aua. Aua, jetzt hör auf! Hallo Akbar! Verpiss dich von mir. Wow, da kommst du auch geil hoch. Was versuchst du gerade? Versuchst du mich gerade anzuzünden? Nein. Bruh. Ah! Du bist so ein Arschloch, ey. Another asshole. So. Alter, wir haben so viel. Da. Alter, was ist denn da los? Voll die Versammlung da Er hinten. tötet die, Amna. So, was ich zu den Flüchtlingen halte. Luca. Oh, Chile! Wow! Tschüss! Digga, wie viele Hilf mir sind das doch! denn? Hilf mir doch! Ich bin doch gleich selber tot, ich hab noch zwei Herzen! So. Oh, jetzt kommen die schon wieder! Verpisst euch! Verpisst euch! Einmal Schluss. Du hast das in der Mitte Alter, nicht auch. meine Piercings an, Alter. Boah, geil, darf ich das anfassen? Ah, ich bin ganz gut! Hör auf, nicht schlagen, bitte! Bitte! Hör auf, geh weg! Feuerzeug ist mein neues So, was ich zu den Spielzeug. Flüchtlingen halte, ist, ich find's gut, dass Merkel großzügigerweise viele Flüchtlinge hier zu viele akzeptiert. Ich meine, es sind Millionen von Flüchtlingen hier. Fuck, ich hab mir keinen Und Timer gestellt. wisst ihr, was Amerika gesagt hat? Amerika hat gesagt, wir werden nur 1000 bis 2000 Flüchtlinge akzeptieren. Wie viel hat Deutschland gesagt? Ach, ein paar Millionen! Ein paar Millionen. Ah! Was macht ihr schon wieder hier? Was denn? Ein paar Millionen
Ja, das ist ja in Ordnung. Ist ja auch gar nicht viel, nein. Ist ja nicht so, als ob wir hier schon selber Probleme haben in Deutschland. Ich meine, es ist zwar gut, dass wir so solidarisch sind, so ja, hilfsbereit gegenüber anderen Ländern ist, aber irgendwann ist mal gut. Ich meine, wie viel. Ja, das kannst du jetzt selber regeln. Ja, los, ich will den Feig sehen. Dun 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 dun. Ich bin kein Sohn! Ich helfe dir schon. Ein Herz! Warte, hast du gesagt ein Herz? Nein! Du denkst, ich hab fast Du, dran. ey, jetzt sind wir quitt, du hast mich auch getötet. Jetzt sind wir quitt. Du Arschloch. Ey, ich hab. Hey, der Tobi hat ein Eisen gedroppt. Eisen? Alles klar. Oh, jetzt habe ich diesen Mortal Kombat. What the Lol. fuck? What the f. Breakdance, Alter. Abena, Alter, der rastet aus, ey. Richtiger Terrorist, ey. Der ist ja richtig am Abfeiern. Ich glaube, der IS ist gerade angekommen. Der IS ist gerade eingewandert. Ja, was denn? Der hast du es nicht gehört? Das hier unten, der Bastard. Was macht er da? Hol ihn, ihr Tiger! Eine Perle. Und der Challenge. Das hört sich gerade so an, als ob du eine wegen einer Enderperle runterholen würdest. Enderperle! Oh! Enderperle! Erinnerst du dich? Warte. Was? Warte. Oh ja, oh schlägt. Boah, nee, rammelst du jetzt gerade wieder den K. Ich sehe das da hinten im Hintergrund, dass du den scheiß Kaktus rammelst. Man rammelt keine Kaktusse. In der Nähe! Kakteen. Du hast mein Leben gerettet. Dafür schenke ich dir zwei Augen. Die habe ich mir selber rausgerissen. Ey, weißt du was? Was? Geh weg! Du alter Schelle! Nein! Aua! Jetzt hör auf, mich zu schlagen! Alter, bist du behindert? Ich glaube, das ging zu weit. Oh oh. Ich geb dir schon alles. Bitte verschone mich. Bitte verschone mich. Ja, kannst alles haben, was ich hab. Hallo? Hallo? Bist du da? Du hattest nichts Wichtiges dabei? Ich hatte nichts Wichtiges dabei. Ich hatte überhaupt nichts Wichtiges dabei. Nein! Was hattest du denn? Ich habe alles verloren. Die ganzen verfickten Sticks, die ich gemacht habe. Oh, Scheiße! Die ganzen Du hast Glück, dass nicht Dings die Diamanten mit dabei waren. Oh, shit. Das war nicht geplant. Alles weg! Hier, für dich. Oh! Die Rache wird so incoming. Die Rache ist so incoming. Wissen, was die Rachepläne sind immer mies. Alles weg. Einfach alles weg. Okay. Wir machen, ich schlag den Deal vor. Alles Ich weg. schlag den Deal vor. Alles weg. Ey, bleib cool. Alles Bleib cool, weg. bleib cool, bleib cool. Oh fuck, ich geh lieber im Selbstmord hier. Bleib cool, okay? Ich schlag den Deal vor. Hörst du mir zu? Ich schlag dir einen Deal vor, okay? Es ist alles in Ordnung, okay? Weißt du was der Deal ist? Willst du es hören? Moment, ich komme gleich wieder, warte.
Alles gut. Scheiße, ich baue mir eine Base. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber wenn du dieses Schwert, wenn du dieses Schwert siehst, heißt das Tod. Ey, wir können über alles reden. Wir können über alles reden! Nein, das können wir nicht. Ja, ich habe Apfel. Das genügt nicht. Melone? Melone? Noch ein? Mehr! Mehr! Ein heiliges Feuerzeug? Oh. Meine Augen? Brenn! Ah! Ich bin hier gefangen, ich habe eine Spitzhacke. Gut. Moment. Ich kenne nur einen Ausweg. Woo! Ich bin nochmal entkommen von was ich tue in der Folge. Holy shit. Ah! Nein! Willst du, hast du nicht deine ganzen Items verloren? Ist ja auch richtig schlimm, weil ich hab den Kaktus einstecken. Das genügt nicht! Okay, ich fall jetzt nicht mit runter, das wäre blöd. Ey, die Welt sieht von unten ganz gut aus. Alter. Jetzt! War nur ein Arschklatscher, wie ich dich lieb hab. Aha. Ich schlag mich dafür jetzt mit der Spinne. Weißt du eigentlich, wie viele Items wir verloren haben? Ach, so viel war das doch gar nicht. Bist du behindert? Ich glaube nicht, dass das so viel... LOL! Ich hab die Spinne in den Nether geboxt. Alles klar. You again. Du willst mir wirklich weismachen, dass wir nicht viel verloren haben? Die Folge ist schon zu Ende. Ey, Alter, wie die ist zu Ende? Wir haben gar nichts geschafft in der Folge. Doch, wir haben den Bossfight des Jahrtausends. Ja gut, ich hab die Runde gekickt. Red. Ja. Ich suche den Red, weißt du das? Ich hab dir einen Handel vorgeschlagen! Der Handel steht immer noch. Ich biete dir an, dass ich in der nächsten Folge dein Diener bin. Dass ich die Folge alles mache, was du sagst. Alles sage, was du sagst. Ich gehorche dir, okay? Okay. Wollen wir gleich noch eine Folge dazu aufnehmen? Wenn du möchtest? Ich weiß ja nicht jetzt, wie lange wir aufnehmen, aber... Es sind jetzt wieder 20 Minuten. Alles klar. Also ich würde sagen, dann verabschiede ich mich mal von der Folge hier. Schickt mal auf jeden Fall Vasitur vorbei. Seht ihr dieses Gesicht, Leute? Dieses Gesicht bedeutet Drache! Du findest mich niemals! Ich bin ganz so damn pissed off, ey. Ich bin noch pissed off da. Oh baby, a triple 360 no-scope! Ich bin noch angepisster als Ice Cube. Das soll einiges heißen. Ich schenk dir alles, was ich hab. Melonen. Schenk mir deine Seele. Schenk mir deine Seele. Ich geh wieder mal. Er kommt mir halt echt hinterher. Ich kämpfe nicht. Ich kämpfe nicht! Ich kämpfe nicht! Leute, ihr müsst wissen, dass das hier alles nicht ernst ist, ne? Also, falls jetzt. Doch, das ist ernst! Was? Ernsthaft? Tja! Ich finde dein Leben am Anarkium. You what, mit? You what, mit? Ich hab Zuckerrohr! Zuckerrohr ist nicht. Alter, weißt du, was ich alles verloren habe? User left your channel. User joined your channel. Alter. LOL.
Oh nein! Ja, entbann mich mal lieber. Alter. Okay, Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, Leute, und schaut mal bei Wasi vorbei, denn. Seht ihr dieses Gesicht? Das müsst ihr einfach sehen, wie ich ihn zerfetzt habe. Und. Gar nicht wissen, wie oft ich schon runtergefallen heute. Na gut. Bis dann, Leute, haut rein. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Ich liebe dich, ich blass dir nach der Aufnahme ein, okay? Bis dann, Leute, ciao! Oh, Mann! Mein Aus... So. Alter, ich habe jetzt echt gedacht, du zerfleischt mich jetzt. Weißt du, was ich alles verloren habe? Anstatt mal Keep Inventory zu machen, nein! Ja, aber genau das ist ja der Grund. Man muss ja ein bisschen ragen können. Und außerdem hast du gerade eine Sense in der Hand und das kommt gar nicht gut. Doch, das kommt sehr gut an. Glaub mir. Dieser Modus ist einfach nur behindert.